Und wir bleiben dann auch gleich beim Thema Tiere. Für die Mitglieder von Animal Rescue, zu gut Deutsch Tierrettung aus Dortmund, gibt es sowieso kein anderes Thema. Vor einigen Jahren haben einige Kinder und Jugendliche den Verein gegründet, um Tieren in Not zu helfen. Inzwischen gibt es mehrere Pflegestellen und einen engen Kontakt zu den Tierärzten der Region. Und auch in den Tierarztpraxen wird... Ronja ist das alles ganz normal. Und in der Tierarztpraxis lernt die Schülerin immer Neues dazu. Genau, also du musst aufpassen, dass du nicht das Blutgefäß triffst. Das geht bis hier, ne? Okay. Dann sieht man das rosane Schimmern und dann kannst du hier vorne so ein kleines Stückchen abschneiden. So ungefähr? Ja. Finden Sie das gut, dass Kinder sowas lernen? Ja, das finde ich sinnvoll auf jeden Fall. Können das dann auch zu Hause machen. Es muss natürlich immer jemand da sein, der erstmal aufpasst. Ne? Aber wenn sie das dann einmal können, finde ich schon wichtig, dass Kinder dann auch sehen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist bei den Tieren. Während Ronja noch beim Tierarzt ist, besucht ihre Schwester Johanna Schäferhund Rex in der Pflegefamilie. Die Kinder und Jugendlichen von Animal Rescue haben Rex mit einer Operation nach einer Darmverschlingung das Leben gerettet. Da hat sich dann die Reste von seinem Essen gesammelt und konnte nicht mehr nach draußen. Und fressen konnte er leider auch nicht mehr. Das heißt, es kam alles wieder raus. Und er hatte schon ziemlich viel abgenommen. Er wog nur noch 24 Kilo und... jetzt, wo das operiert ist, dann läuft das besser. Vor 3 Jahren hat Johanna Animal Rescue mitgegründet. Jede freie Minute ist die 18-Jährige für den Tierschutz unterwegs. Ein Leben ohne die Vierbeiner, das ist bei aller Arbeit für Johanna undenkbar. Man kriegt ja auch einiges, wie man sieht, von dem Tier zurück. Die ganze Liebe, die man da reinsteckt. Ich meine, er hat sich auch gefreut. Ich habe ihn damals in die Klinik gebracht und er hat sich auch gefreut, als ich ihn wieder abgeholt habe. Und weil Tiere echte Sympathieträger sind, geht es einmal in der Woche in ein Dortmunder Altenheim. Hier warten die Senioren bereits ungeduldig auf die Jugendlichen von Animal Rescue. Alle Hunde können kleine Kunststücke und wurden von den Kindern extra für die Therapie ausgebildet. Zwischen Mensch und Tier werden so ganz schnell neue Freundschaften geschlossen. Muss uns nur sagen, wann du wiederkommst, hast du verstanden? Ja, dann kriegst du auch was, nicht jetzt, sicher doch. Wir beide, wir wollen's ja, ja, sicher. Und so freuen sich die alten Menschen über jeden Besuch der jungen Leute samt ihren tierischen Begleitern. Also wie ich das jetzt sehe, gehen sehr positiv darüber, dass sie schon sich freuen, wenn die Hunde dabei sind, dass es mal eine Abwechslung ist. Die jungen Tierfreunde von Animal Rescue suchen übrigens auch nach neuen Mitgliedern. Kinder und Jugendliche, die helfen möchten, sind hier immer willkommen.